Boah, ist das süß. Mein komplettes Gesicht. hast du immer gute Bonus, da kommst du auch schnell rein. Was sind nochmal die Dailies? Warte mal, wenn ich jetzt... Waren das die hier? Oder was sind jetzt nochmal genau die... Oh Gott. Ich krieg wieder Schokodinger. Ah, okay. Ja, dann hab ich noch, ein bisschen was. So Schokodinger? Warte. Die ist ja hier. Mit Schokolade. Schokolade. Was ist, wofür ist das? Es steigert deine Routine. Also, dass du die Möglichkeit hast, schneller Level Up zu machen. Unter anderem. Achso. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Bestimmt. Was ist das denn? Hä? Das ist der Dodo. Das ist der Dodo. Ey, wieso ist bei dir eigentlich alles übergewichtig, sag mal? Ja, muss es. Guck mal, die kennen Flügelchen. Ja gut, ich glaube, Dodos konnten eh nie fliegen, aber... Hallo? Ah. Das ist ja so wie ein T-Rex mit seinen Ärmchen, so diese Stummelfummel da. Ja, ne? Voll geil. Ach, jetzt weiß ich warum. Luna füttert die immer alle. Luna füttert die immer alle. Na, da guck mal. Oh Mann. Ist das nicht geil? Ich will das auch haben. Tentakel? Ich will das haben. Okay, das Ding erinnert mich jetzt übelst an Day of the Tentakel. Ich weiß nicht, ob es daher ist oder eine Anspielung darauf, aber... Weil welches Monster in FFF ist einfach nur ein Tentakel? Das weiß ich nicht. Gut, es sei denn, es ist ein Tentakel von Ultros. Das wäre vielleicht möglich. Vielleicht kann uns ja Luna diese Frage beantworten. Bitte antworten Sie jetzt. Bitte antworten Sie jetzt. Luna ist im Glück. Ich schreibe gerade mit ihr über den Chat. Also über den Dingens. Dann fragt doch mal bitte einmal nach dem Ursprung des Tentakels. Würde mich erstmal einfach interessieren. Ich weiß gar nicht, ob sie das selber weiß. Ich glaube, sie hat bisher nur FF9 ein bisschen gespielt und... Also. FF14. Okay. Ey, dieser Dodo, ne? Der Dodo ist geil, oder? Ja, der hat was. Ich hab ein Loch in meiner Ananas. Ich hab hier eine Ananas im Glas. Ah. Hier wird nichts gesprengt. Ich bin gerade schon ein bisschen zweideutig. Ich hab ein Loch in meiner Ananas. Der Dodo wird nicht gesprengt. Hier wird gar nichts gesprengt. Der Dodo. Ich spüre. Gott. Wo bleib ich jetzt mit dem Glas? Ich hab keinen Platz für das Glas. Jetzt hinten auf dem Tisch? Ja, dann müsst ihr aufstehen. Ja, das hätte das zur Folge, das ist richtig.
Oder stellst du erstmal auf den Drucker, sofern nichts irgendwie ausläuft, umkippt oder so? Okay, bleib erstmal da stehen. Ah, Hybrid! Ja, war nur ein Vorschlag. Wir machen hier einfach so ein Gruppentreffen. Jo. Ich hab Luna gerade gefragt, ob sie in dies möchte. Und? Mal sehen. Ah. Alter, was geht denn da ab, ey? Also. Was machen die da? Ich weiß es nicht. Ich freue mich einfach mal für sie. Luna hat sich aber schnell umgezogen. Ich glaube, wenn ich... Warte mal. Ach, eben gerade noch Schwatt. Ich weiß gar nicht. Nee. Ich kenne die Tastenkürzel dafür nicht. Ah, jetzt ist sie wieder Schrott. Ich kenne die Tastenkürzel dafür nicht. Ob es da überhaupt welche gibt. Ah, okay. Da, warte mal. Na, sag mal. Also wirklich. Ich warte darauf, dass ich Aufmerksamkeit kriege. Bitte. Nein. Guck mal, guck, sie verdeckt dich. Ja, ich weiß. Sie hat mir auch was geschrieben, zieh dich an. Ja, dann tu das. Ich fand den gut. Oh, mehr Haut. Ich glaube, noch mehr als eben gerade geht nicht. Nee, noch mehr geht nicht. Jetzt fängt sie auch noch an. Also wirklich. Also sag mal. Der Daddel wird ganz verrückt. Ich möchte auch sowas Cooles haben. Hast du doch. Du hast auch schöne Sachen. Aber nicht die schönen Sachen. Oh. Du kannst das mehr aus. Okay, ich muss erst mal. Ich muss hier auf kurz weitermachen. Wo muss ich denn hin? Luna ist weg. Ja, Luna hat sich gerade wegteleportiert. Wohin? Das weiß ich nicht. Musst du Luna anschreiben. Denn? Dann wird sie dir das bestimmt mitteilen. Ja, ich kenne die Orte ja sowieso nicht. Das wird dir jetzt keinen Sinn ergeben. Nach Bielefeld wahrscheinlich nicht. Nee. Na, siehst du. Oh, wo müssen wir denn hin? Okay, nach dahin.
hier rumschauen. Hier gibt es auch im Moment hier Zuschauer und wir haben für den ganzen Film bezahlt. Hi. Ja, Hybrid, ich weiß nicht, ich selber wohne nicht in Bielefeld, das ist nur von mir die nächstgrößere Stadt. Stadt? Stadt. Land, Fluss. Bielefeld ist auf jeden Fall eine. Oh, Leute, weg hier jetzt. Trocken, hässliche, dreckige Stadt, wo ich das letzte Mal tatsächlich wirklich vor, 8 oder 9 Jahren mal war oder so. Aber Bielefeld ist Bielefeld nicht die Stadt, die es nicht gibt? Ich habe mich damit nie beschäftigt, keine Ahnung, wie gesagt, ich wundere nicht, mich interessiert's nicht. Doch, ich meine, Bielefeld ist die Stadt, die es nicht gibt. Ja, ich habe mich mit dieser Verschwörungstheorie nie beschäftigt, weil... Über Braunschweig gibt's auch irgendwas. Es ist ein Drecksloch und ob das jetzt existiert oder nicht, das ist mir eigentlich... Da müsste man auch so eine kleine Mini-Atombombe draufspeisen, das ist mir vollkommen Wumpe. Nee, die hat Daddel schon für alle fetten Tiere von mir in Beschlag genommen. Da brauche ich mir jetzt selber eine. Klappt mit Geiber ein, der macht das bestimmt. Ich habe noch einen Toaster, ein Stück Schnur und einen Draht. Oh, Richard Dean Anderson? Ja, natürlich der originale MacGyver, nicht dieses neue Gedöns da. Colonel O'Neill. Colonel O'Neill! Stargate! Ja, es gibt doch ein neues MacGyver. Echt? Ich kenne nur das alte. Ich habe noch nicht eine Folge von gesehen, aber das läuft auf. Oh Gott, warte mal, Die Serie ist von 2016. Okay. Läuft wohl immer noch. Ja, wenn sowieso das Originale. Ich mag Richard Dean Anderson, ein guter Schauspieler, also von daher. Ja. Dann schon das Intro und die Melodie, das ist einfach episch. Das vergisst man nicht. Da. Kammer der Regentschaft, okay. Ja, ja, ja. Nein, nicht, aber die Briten und Amis haben Stuttgart bombardiert. Fußtruppen haben es nicht gefunden, aber ich glaube, bei all den Straßenanbindungen ist das alles Quatsch. Okay. Also bei Bielefeld meine ich, dass es die Stadt ist, die es angeblich gibt. Ich weiß aber nicht, wieso, weshalb, warum. Das sind so Sachen, die habe ich nie hinterfragt. Ah, ich meine, natürlich gibt es die Stadt. Ja, ja, aber ist ja, laut irgendeiner so gesagt, ne? Ist das irgendwie was anderes. Wie gesagt, ich habe mich da auch nicht mit beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das vom Fußball kommt. Oder? Keine Ahnung. Bin echt überfragt. Ist mir auch vollkommen. Ich wohne da nicht. Nicht? Nee. Ich wohne in Karpaten City. Dieses ganze politische Gedöns interessiert mich ja so ein Kokolores. Das mit Bielefeld. Ja, ich auch. Vom Fußball her kenne ich das auch. Was, dass es das nicht gibt, oder wie? Ja. Na, guck mal, dann weiß Hybrid auf jeden Fall mehr, wie ich. Es ist genauso wie früher, als ich so das allererste Mal ins Stadion ging, gab es ja quasi noch eine Fanfreundschaft zwischen Hannover und Bielefeld, die gibt es ja schon gar nicht mehr, meine ich. Und dann hat man halt immer im Stadion gerufen, Hamburg, Hannover, Bielefeld. Hat man dann die ganze Zeit gerufen. Ich weiß zwar nicht, was Hamburg damit zu tun hat, aber ja. Vielleicht hat sich nichts anderes so auf gut gereimt oder gut. Ich habe keine Ahnung. Und dann halt der Hass zwischen Hannover und Braunschweig. Nur doch eine Nachricht werden. Alles gut, alles gut. Bitte synchronisiert. Ihnen für ein Kleid an, wie sieht das denn aus? Wie so eine Lampe unten, ey. So ein Lampenschirm. Was hältst du von Alfinos Vorpreschen? Es ist waghalsig,
verdient aber Anerkennung. Sein Bündnis könnte den Weg für ein geeintes Eorzea ebnen. Seine Eile ist nur allzu verständlich. Seit die Gefahr durch die Ultima-Waffe gebannt ist, sind die Stadtstaaten wieder in ihren alten Trott verfallen. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele. In Anbetracht der vielen Probleme, denen wir gegenüberstehen, sollten wir vielleicht dankbar sein, dass jemand die Initiative ergreift. Wir alle haben Zusammenhalt geschworen. Doch hinter unserem Rücken macht sich Zwietracht breit. In Uldar, wie in den anderen Staaten. Ich bin mir nicht sicher, ob Alfinos Schritt der richtige ist. Mit den besten Kriegern der drei staatlichen Gesellschaften in seinen Reihen verspricht das Bündnis in der Tat, eine mächtige Streitmacht zu werden. Doch wem wird sie dienen? Der Bund der Morgenröte ist nicht allmächtig. Und das Böse steckt überall. Stört es dich nicht, dass ein Großteil der Mittel zur Finanzierung des Bündnisses vom Skorpio-Kreis gestellt wurde? Dass die habgierigen Republikaner versuchen könnten, die Streitmacht für ihre Zwecke zu instrumentalisieren? Ich hege keine Zweifel an der Urteilskraft des Bundes der Morgenröte, Eure Hoheit. Er hat uns mit den Primae mehr als einmal geholfen. Wenn Alfino Verstärkung benötigt, sollten wir sie ihm nicht verweigern. Außerdem hat sich nicht nur der Skorpio-Kreis großzügig gezeigt, auch andere spendeten hohe Beträge. Und das Geld der reichen Kaufleute kam zumindest nicht aus den Taschen von Lolorito und seinen Handlangern. Am meisten überzeugt mich jedoch, dass dem Bund die uns so vertraute Kriegerin des Lichts angehört. Das ist wohl wahr. Doch niemand ist gefeit vor Veränderung, ob wir es wollen oder nicht. Das Schicksal treibt uns wie Staubwirbel kreuz und quer durch die Wüste. Können wir wirklich nichts gegen Teleci Adeleci unternehmen? Ich habe alle Möglichkeiten abgeklopft, die uns offen stehen, Eure Hoheit. Doch nach dem geltenden uldischen Recht sind uns die Hände gebunden. Wir können ihn keines Vergehens beschuldigen. Ihn grundlos festzunehmen, würde nur unseren Gegnern in die Hände spielen. Er hat Verrat geübt. Und doch müssen wir tatenlos zusehen? Wozu taugt dann dieser Staat? Welchen Wert hat die Sultanskrone, wenn das Recht gebogen und mit Füßen getreten werden kann? Alles verloren. Ja, wir können